Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Nein, nicht die Bienen! Sie sind in meinen Augen! Oh, das ist ja quasi der falsche Wicker Man. Wobei, ich glaube, das ist sicherlich das erste Mal, dass irgendwann einmal jemand den Wicker Man mit Legende Christopher Lee als den falschen Wicker Man bezeichnet hat. Wobei, das natürlich einfach nur darauf zutrifft, dass man darauf wartet, dass Nicolas Cage wild in der Gegend herumschreit, komischen Leuten in Bärkostümen Ohrfeigen gibt. Da könnte er sie ja gleich dann noch so wie Lou Ferrigno im besten Fall einfach nehmen und Richtung Mond werfen. Nein, wir haben es natürlich jetzt nicht hier mit der trashigen und zugegebenermaßen auf bisschen auf unfreiwillige Art und Weise witzigen Neuauflage zu tun, sondern mit dem legendären, furchteinflößenden Original. Und das ist im Jahr 2023 jetzt dankenswerterweise als 4K UHD erschienen, kurze Zeit nachdem über Birnenblatt mit der Piece of Art Box sogar eine wirklich wundervolle deutsche Neuauflage erschienen ist, die zum allerersten Mal neben der kürzeren Fassung auch noch den längeren Final Cut enthalten hat, der hier in dem Fall sogar komplett auf Deutsch synchronisiert war. Dabei muss man allerdings sagen, dass Arthouse und Studiokanal, die da eben mit Birnenblatt zusammengearbeitet haben, natürlich dazu auch an ihren eigenen Veröffentlichungen gebastelt haben. Und während die Versionen von Birnenblatt zwar grundsätzlich relativ schön waren, waren sie halt trotzdem nur standardmäßige Blu-rays und ganz offensichtlich haben in den deutschsprachigen Gefilden immer noch einige Leute sehr viel Liebe für Wicker Man übrig, denn die 4K UHD Neuauflage, obwohl sie relativ kurzfristig nach den Birnenblatt Editionen erschienen ist, war trotzdem wahnsinnig flott ausverkauft, und das war jetzt eben der Grund, warum ich nicht riskieren wollte, dieses wunderschöne Steelbook zu verpassen, und habe es mir gleich einmal zugelegt. Dabei sei an dieser Stelle zu erwähnen, dass wir zusätzlich hier auch noch weiteres Bonusmaterial haben auf der 4K UHD, das jetzt hier neu produziert wird, unter anderem zu den Drehorten, neue Interviews, neue Featurettes beispielsweise zum Bonusmaterial. Dafür sind natürlich eben einige Bonusmaterialien, die auf der Blu-ray von Birnenblatt mit drauf sind, hier nicht mit dabei, weil halt eben Birnenblatt und Studiokanal an der Synchro beziehungsweise eben generell am Master zusammengearbeitet haben, dann aber natürlich die einzelnen Discs unabhängig voneinander produziert haben. Das heißt, wer das komplette Bonuspaket haben will, der braucht halt beide Versionen. Was ich bei dieser 4K-Box auf der einen Seite ein bisschen schade finde, ist, dass es eben anders als bei den anderen großen Klassikern hier keine limitierte, fette Box mit anderen Goodies noch dazu gibt, aber das ist ein Steelbook, das konnte ich nicht einfach so liegen lassen. Das, was uns Studiokanal und Arthouse hier für den Film The Wicker Man anbieten, ist ohne Frage eines der schönsten, wenn nicht sogar das schönste Steelbook des Jahres 2023. Ich liebe die Art, wie diese brennende Strohfigur hier zum Zentrum gemacht wird. Ich finde es aber auch einfach nur phänomenal, wie dieses Artwork hier mit den verschiedenen Farben arbeitet, dass man eben hier nicht natürliche Farben vorherrschen hat, sondern dass das Ganze in ein bisschen traumhafte, fast halluzinogene Farben gehüllt ist, mit diesem Lila, mit diesen Blautönen, mit diesen helleren Pastellfarben hier im Hintergrund, dass wir natürlich einen Vordergrund haben, der sich hier wundervoll von diesem Hintergrund distanziert, mit dem Berg und der Figur im Vordergrund, dass dann allerdings der Hintergrund sehr schön von diesem metallischen Steelbook-Effekt Gebrauch macht und dadurch ein bisschen dreidimensional wirkt, dass dann dieses Artwork aber noch dazu über den Spine fortgesetzt wird, bis hin auf das Backcover. Ach du Scheiße. Und hier dann natürlich ebenfalls noch ein paar verspieltere Elemente von diesem Midsommar-Verschnitt zeigt. Dazu sehen wir natürlich auch wunderschön detailliert hier den Hasen. Bei den Charakteren im Hintergrund sieht man, finde ich, ganz besonders wundervoll dieses Spiel von diesem Steelbook-Artwork mit dem
metallischen Steelbook-Schimmer im Hintergrund, aber trotzdem der Grundierung des gesamten Vordergrundes. Das ist ein unglaublich geniales Motiv, aber es gibt tatsächlich etwas, das man tun kann, um dieses Motiv noch um ein Vielfaches genialer zu machen. Man kann nämlich ganz einfach dieses Steelbook öffnen. Holy freaking hell. Hier kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, wo ich sage, das ist eines der, wenn nicht sogar das schönste Steelbook dieses gesamten Jahres. Die Art, wie dieses Steelbook hier arbeitet mit den verschiedenen Ebenen, mit dieser Leuchtkraft von dem Metall im Hintergrund, wie das von den einzelnen Ebenen hier absolut großartig getragen wird, auf sowohl dem Front- als auch dem Backcover. Da bekommen wir es mit einer unglaublich genialen Leuchtkraft zu tun, mit kräftigen Farben, wunderschöner Stilistik, einer phänomenalen Zeichnung. Das ist ein Steelbook, genau wie ich es liebe. Und dazu bekommen wir dann jetzt auch hier im Inneren, finde ich, ein absolut wundervolles Design. Wir haben hier auf der ersten Seite beispielsweise den Director's Cut und die Kinofassung als 4K UHD, beziehungsweise interessanterweise hier die Disc 2, hier die Disc 4, das ist irgendwie ein bisschen seltsam, wobei wir halt eben hier die Discs, natürlich die Hauptdiscs mit dem Final Cut auf der rechten Seite haben. Das passt eigentlich auch ganz gut, die UHDs außen zu haben und die Blu-Rays dann innen. Dazu gibt es in dem Fall ein Innenartwork, das uns eben quasi diese durchgeknallte Bevölkerung zeigt, wobei das hier nicht als Zeichnung ist, so wie das Cover-Artwork, und grundsätzlich haben wir auch hier auf dem Berg im Vordergrund beziehungsweise auf den Personen ein bisschen diese Grundierung, so dass wir dann eben hier im Hintergrund bei dem Himmel auch wieder dieses schöne Leuchten von dem metallischen Steelbook haben, was meiner Meinung nach auch hier absolut fantastisch umgesetzt wurde. Aber wir haben alle drei Schnittfassungen von diesem Film, sowohl als Standard Blu-ray als auch als 4K UHD. Wir haben das Ganze in einem wunderschön gestalteten Steelbook. Das ist in meinen Augen eine absolut großartige Veröffentlichung, die ich natürlich extrem gerne in meine Sammlung aufgenommen habe. Vor allem, wenn sie derartig meisterhaft wunderschön gestaltet wurde, wie dieses Steelbook. Das ist einfach eine der geilsten Sachen, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe.